Holbein. Schön, dass erstens hierher gekommen sind nach Sieke und dass wir dieses Interview jetzt hinkriegen, noch nach der Lesung. Erstmal kurz zu Ihrem neuen Roman, das ist jetzt eher ein Thriller. Kurz vielleicht eine Beschreibung, was geht es da? Es geht um Henry Webster Mudgett, den ersten bekannt gewordenen amerikanischen Serienkiller, der 1870, 80, 90 ungefähr sein Unwesen getrieben hat. Und zugegeben hat er, muss gestehen, ich weiß selber nicht genau, zwischen 23 oder 27 Morde. Man vermutet aber, dass es wohl eher die zehnfache Zahl gewesen ist. Und wenn ich das richtig weiß, er hat quasi ein Hotel betrieben und da seine Opfer in die Falle gelockt, so mehr oder weniger. Wortwörtlich, ja. Er hat dieses Hotel mit Geld gebaut, das er durch seine Verbrechen verdient hat, also Erpressung, Versicherungsbetrug, die ganze Palette rauf und runter. Und ein Teil dieses Hotels galt dem einzigen Zweck, Leute in die Falle zu locken. Es gab also geheime Gänge, geheime Klappen, durch die er seine Opfer in den Keller werfen konnte und so weiter. Bizarrer kann sich das eigentlich Hollywood gar nicht ausdenken. Deswegen hat mich das Thema auch so gereizt, weil das so, im Grunde ist das so schräg, so verrückt, dass ich habe es erst gar nicht geglaubt. Das ist ja ein Roman, der ja auf wahren Begebenheiten beruht. Ich habe jetzt leider nicht Ihre ganze Bibliothek quasi im Kopf. Haben Sie sowas schon mal gemacht? Nein, das ist in der Art das erste. Ich habe so ein, zwei historische Romane geschrieben, die dann so im Mittelalter zur Zeit der Kreuzzüge spielen. Da stimmt dann natürlich der Hintergrund, aber die reine Handlung ist dann erfunden. Also einen richtigen, fast realistischen Roman wie den ist, glaube ich, das erste Mal. War da jetzt die Herausforderung dabei? Naja, da kam mir dann die Wirklichkeit ein bisschen entgegen. Die Herausforderung war nicht so groß. Die Zeit ist sehr, sehr interessant. Die hat mich sowieso interessiert. Also die 80% der Sachen, die ich recherchieren musste, hätte ich mir sowieso angeschaut oder angelesen, weil es mich interessiert. Und so verrückt die Geschichte auch sein mag, es ist nicht allzu viel über Mudgett bekannt. Nur so ein paar Eckdaten, wann geboren, wo er studiert hat und so weiter. Das macht es einem Autor natürlich relativ leicht, den Rest dazu zu erfinden, wenn er einigermaßen glaubhaft klingt. Wie gesagt, deswegen war eine Herausforderung eigentlich gar nicht. Und ich hatte auch beim Schreiben nicht das Gefühl, jetzt was anderes zu tun. Ob ich jetzt einen düsteren Fantasy-Roman schreibe oder das, war vom Gefühl her, von der Arbeit das Gleiche. Das ist ein guter Stichpunkt. Sie sind ja vor allem bekannt jetzt für Ihre Fantasy-Romane. Sie haben aber gefühlt ja jetzt mit einem Thriller, auf den Wahrheiten von Gespenstergeschichten, über klassische Science-Fiction bis sogar hin zu Barbie-Romanen, habe ich gesehen. Welches Genre können Sie eigentlich nicht? Ach, ich denke, es gibt eine ganze Menge, was ich nicht kann. Vielleicht auch nicht, aber es gibt eine ganze Menge, was ich nicht will. Also es muss mich selber interessieren. Jetzt lassen wir die Barbie-Sachen mal außen vor. Das war eigentlich mehr als Scherz gedacht damals, als ich die Anfrage bekam. Ganz ehrlich, ich brauchte auch das Geld. Also ich war jung und brauchte ganz viel Geld. Aber als ich dann Ja gesagt habe und plötzlich den Auftrag schon zugesagt hatte, konnte ich ja nicht mehr zurück. Aber ich habe es auch nicht bereut. Also es hat mir schon Spaß gemacht, das mal auszuprobieren. Aber es muss etwas sein, was ich, wie gesagt, außer Barbie auch selber lesen würde. Ich würde diese Geschichte von einem anderen Autor, wenn sie gut geschrieben ist, auch selbst verschlingen. Und dann ist es mir relativ egal. Also ich erzähle gerne Geschichten. Ob das jetzt Fantasy, Science Fiction, Horror oder eben Thriller, düstere Thriller sind, das spielt da für mich keine so große Rolle. Ich versetze mich gerne in andere Personen hinein und male gerne Bilder mit Worten, wenn Sie so wollen. Und welches Genre nehmen Sie sich jetzt als nächstes vor? Gibt es da schon irgendwie Überlegungen, mal nochmal was Neues auszuprobieren? Im Augenblick nicht, nein. Ich habe jetzt noch ein, zwei Sachen. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, die Chronik der Unsterblichen. Es ist eine, für die es nicht wissen, eine historische Fantasy-Serie. Also eben fantastische Geschichten, wie der Titel schon sagt, Unsterbliche. Aber vor historischen Hintergründen, die auch so passiert sind, im weitesten Sinne. Da habe ich jetzt noch mit zu tun und danach... Ich plane selten im Voraus. Ich lasse mich wirklich überraschen. Manchmal kommt man durch Zufall auf Dinge oder es werden auch manchmal Ideen an mich herangetragen und wenn sie mir gefallen, warum nicht? Es kann also gut sein, dass Sie bald irgendwann mal im nächsten Jahr ein neues Genre angehen. Also ist alles offen. Das könnte durchaus passieren. Als Beispiel, also einer meiner, zumindest sagen die Kritiker, das besten Romane ist der Roman Hagen von Tronje, also die Siegfried-Geschichte aus der Sicht des Bösewichts. Das war eine reine Auftragsarbeit. Das wollte ich erst gar nicht. Ich sagte auch, ne Leute, mit Siegfried, mit den Nibelungen habt ihr mich in der Schule schon genug geärgert.
habe mich dann aber doch mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und festgestellt, erstens weiß kaum jemand wirklich was darüber. Man weiß eben Siegfried, der Drachentöter, und dann ist ermordet worden. Das war es dann aber auch, was für eine komplexe und wirklich tolle Geschichte dahinter steckt. Und habe es dann mit großem Vergnügen geschrieben. Wenn mir sowas wieder mal passiert, will ich das nicht ausschließen. Also, da schauen wir mal, was da noch passiert. Autoren sind eigentlich lebende Mülleimer. Die nehmen alles auf, was sie finden. Manchmal sind sie auch ganz gut im Recyceln. Sie haben jetzt auch sehr, sehr häufig mit anderen Autoren geschrieben, sehr, sehr viel mit Ihrer Frau gemeinsam. Was macht da jetzt so den Reiz aus, mit anderen Autoren gemeinsam zu arbeiten an dem Werk? Naja, der besondere Reiz ist, dass man wirklich die gleiche Geschichte aus völlig unterschiedlichen Standpunkten sieht. Also da ist meine Frau ein wirklich gutes Beispiel, weil es da eigentlich am krassesten ist. Die anderen Autoren, ich will jetzt nicht sagen, die schreiben so ähnlich wie ich oder ich wie sie, aber sie denken in der richtigen, weil sie eben auch fantastische Autoren sind. Bei meiner Frau und mir ist es wirklich so, dass wir die gleichen Geschichten mögen. Wir lesen auch die gleichen Bücher und sehen dieselben Filme. Aber sie geht von einem viel, wie soll ich jetzt sagen, kindlicheren Standpunkt, klingt jetzt so despektierlich, so ist es aber nicht gemeint. Also ich sage immer verscherzeshaft, sie ist bei uns die Märchentante und ich der Mann fürs Grobe. Und diese Mischung würde ich allein gar nicht hinkriegen. Sie kommt auf Ideen, die würden mir nicht einfallen, und umgekehrt. Und deswegen wäre es erstens sehr unfair, sie zu verschweigen, und zweitens auch für die Leser natürlich ein Signal. Sie kriegen ein Buch von Heike und Wolfgang Holbein, kriegen sie was ganz anderes, als wenn nur mein Name draufsteht. Gibt es irgendwie einen Autoren oder irgendeine Person, mit der Sie vielleicht noch gerne was schreiben wollen würden oder wieder was schreiben wollen würden? Es gibt jetzt niemanden, der mir da so, wo ich sagen würde, der fehlt mir in meiner Sammlung. Also was weiß ich, vielleicht Stephen King, der wird nicht wissen, dass es mich gibt, denke ich mal. Nein, sowas ergibt sich. Also es ist ja nicht so, dass ich auch rumlaufe oder gefragt werde, hast du nicht Lust, mal was zusammen mit mir zu machen? Das passiert ganz selten, aber das ist eher ein schlechtes Zeichen. Aber erstmal muss natürlich die Chemie stimmen. Ich muss mit den Menschen klarkommen. Wir müssen auch so ein bisschen die gleiche Art zu denken haben, natürlich die gleichen Interessen. Und wenn dann noch so der kleine wichtige Unterschied ist, wenn einer genauso denkt wie ich und genauso Bücher schreibt und genauso einen Stil hat wie ich, kann ich es auch lassen, kann ich gleich alleine arbeiten. Diese Mischung ist relativ selten, aber ab und zu ergibt sich das. Aber da muss man einfach warten. Vielleicht lerne ich mal jemanden kennen oder stoße auf jemanden oder keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall mit Ihrer Frau wird da einiges passieren. Also eins ist gerade erschienen, jetzt im Anfang März, richtig. Und fürs nächste Jahr werden wir sicherlich wieder was machen, ja. Wie sieht es eigentlich mit Ihrer Tochter aus? Mit der haben Sie ja auch schon einige Sachen gemeinsam gemacht. Passiert da irgendwie nochmal was oder macht Ihre Tochter gerade selber was? Das war mehr so eine Art Starthilfe. Also die Geschichte ist so, sie hatte schon eine ganze Weile auch alleine geschrieben, ganz bewusst unter einem Pseudonym, weil sie mal ausprobieren wollte, liegt es jetzt nur am Namen oder kaufen die Leute die Bücher trotzdem. Auch mit dem Pseudonym hat es geklappt. Also insofern konnten wir das dann richtig stellen. Die Sachen, die wir zusammen gemacht haben, diese Templerinnen-Serie, das war schlicht und einfach so, dass sie die ganz gut fand und ich irgendwann nach dem dritten oder vierten Band ehrlich gesagt keine Lust mehr hatte. Aber die Geschichte war noch lange nicht zu Ende und dann haben wir eben gesagt, gut, jetzt machen wir zwei Bände gemeinsam, wobei das gemeinsam beim zweiten Band daraus bestand, dass wir uns gemeinsam die Geschichte ausgedacht haben. Den ersten haben wir wirklich gemeinsam geschrieben. Und dann jetzt ab dem sechsten Band hast du es komplett übernommen und wird auch weitermachen. Ob sie tatsächlich ihr Leben als hauptberufliche Autorin fristen und beenden wird, das weiß ich nicht. Im Augenblick ist es mehr so ein Hobby. Das wird man sehen. Ist ja auch ein schönes Hobby. Ja, auf jeden Fall. Sie gelten ja auch quasi auf Wikipedia als einer der, jetzt muss ich nachschauen. Ich zitiere quasi. Als produktivster Autor Deutschlands. Sie haben vorher auch noch selber gesagt, Sie lesen auch noch. Wie kriegen Sie das zeitlich eigentlich hin? Das ist geheim, das ist ganz simpel. Das Schreiben war immer mein Hobby und das ist es geblieben. Ich muss mich nicht zwingen, jeden Tag meine 5 oder 7 oder wie viel auch immer Seiten zu schreiben. Wenn ich den Punkt in der Geschichte erreicht habe, wo es anfängt, mich wirklich selber zu faszinieren, dann ist es umgekehrt so, dann tue ich wirklich nichts anderes. Dann stehe ich morgens auf oder in meinem Fall eher mittags, weil ich Nachtarbeiter bin, trinke einen Kaffee und wenn meine Frau dann nichts mit mir vorhat, einkaufen oder was weiß ich, dann tue ich wirklich den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts anderes, weil es mir Spaß macht. Weil ich, so blöd es klingt, selber wissen wir, wie die Geschichte weitergeht. Deswegen, der zweite Irrtum ist, es gibt nur ganz wenige Autoren, so wie ich, die es sich wirklich leisten können,
vom Schreiben zu leben. Die allermeisten haben noch einen Nebenberuf, sei es Übersetzer oder Redakteur oder irgendwas bei einer Zeitschrift. Sie haben einfach nicht die Zeit. Ganz simpel. Also es gibt nur ganz wenige Punkte, wo ich mit meinem verstorbenen Kollegen Konsalik übereinstimme, aber er hat mal die Rechnung aufgemacht, wenn man jeden Tag nur 4 bis 5 Seiten schreibt und das diszipliniert, dann schafft man im Jahr 2 bis 3 Bücher, ja, ganz einfach. So simpel ist das, da hat er recht. Ein bisschen Disziplin gehört halt dazu. Ist ja irgendwie immer so, ob man jetzt Sport betreibt oder eben schreibt, das ist egal. Das gilt sicherlich nicht für die hohe Literatur, also ein Umberto Eco wird nicht 5 Seiten schreiben können jeden Tag, weil er das muss. Aber bei Unterhaltungsliteratur nichts anderes mache ich, ja. Kann man das. Vielleicht ist es auch mein besonderes Talent, dass ich das kann. Also, keine Ahnung. Habe ich Glück gehabt. Ja, genau. Glück ist ja immer so eine Frage bei Autoren. Ja, das natürlich. Ich werde oft nach dem Geheimnis gefragt. Im Grunde, Talent ist natürlich Grundvoraussetzung, klar. Das allein reicht aber nicht. Es ist ein Drittel Talent, ein Drittel Glück und auch ein Drittel Fleiß, selbstverständlich. Also man darf sich nicht ausruhen auf seinem ersten, auch nicht auf dem 10. Erfolg. Und man muss auch das Glück haben, und das hatten wir damals, meine Frau und ich, mit dem richtigen Buch im richtigen Moment zum richtigen Verlag zu gehen. Es war, als damals unser erstes Buch erschien, Märchenmond, da war es gerade in Deutschland, wurde gerade die Fantasy sozusagen entdeckt. Der Herr der Ringe war ein Riesenerfolg, Michael Ende war erfolgreich. Und da war es relativ leicht, mit diesem Buch auch einen Verleger zu finden. Mit dem gleichen Buch 5 Jahre früher hätte es vielleicht nie geklappt, dann würde ich vielleicht heute hier gar nicht sitzen. Das ist das Quäntchen Glück. Oder wenn der Lektor sich am Morgen mit seiner Frau gestritten hat oder hat Zahnschmerzen oder ist ein anderer möchte gern Autor, ist ihm gehörig auf den Keks gegangen. Das war's dann. Ja, da hängt viel Glück dabei. Sie sind ja jetzt schon ein bisschen länger sozusagen im Geschäft. Hätten Sie da jetzt einfach sozusagen einen Tipp für junge Autoren, die vielleicht gerade anfangen oder anfangen wollen? Einfach die Geschichte schreiben, die man selber lesen möchte. Also jetzt nicht auf den Markt schielen und sagen, oh, jetzt gerade sind Zombie-Geschichten aktuell und verkaufen sich, die schreibe ich. Oder diese unsäglichen Vampir-beißt-Jungfrau-Welle, die wir 5 Jahre lang hatten. Das mag vielleicht mittelfristig oder kurzfristig funktionieren, aber ich glaube, langfristig merken die Leser, wenn man eine Geschichte, wie man so schön schwülstig sagt, mit Herzblut schreibt. Klingt jetzt blöd, aber mir fällt keine bessere Formulierung ein. Man muss ein bisschen von sich selber reingeben. Nicht wirklich mit Blut. Also. Aber man muss ein bisschen seiner Seele da rein. Und in jeder Hauptfigur zumindest meiner Romane ist auch ein bisschen von mir drin. Und man muss Spaß dran haben. Wenn man keinen Spaß dran hat, dann sollte man Straßenbahnschaffner werden oder sonst was. Gerade übrigens die Vampir-Beißt-Jungfrau-Sache, die ging mir gehörig auf den Keks, wenn man vor dem Fantasy-Regal stand und fast nur noch diese Vampir-Geschichten da waren. Erstaunlicherweise sagt das jeder und es hat 4, 5 Jahre wirklich funktioniert. Ich weiß aber nicht, wie viele von diesen Büchern wirklich gelesen worden sind. Es ist vielleicht so ein bisschen der Harry-Potter-Effekt. Die 1 Million Bücher in Deutschland, davon steht wahrscheinlich die Hälfte auch noch eingeschweißt im Regal. Wer weiß. Zumindest der englischsprachige Titel, der auf der deutschen Bestsellerliste stand. Also da glaube ich nicht, dass alle gelesen worden sind. Quasi abschließend, das Schreiben seit vielen, vielen Jahren jetzt als Hobby. Sie können sich also auch gar kein Leben ohne Schreiben vorstellen. Nein, ich mache es gerne. Ich krieg manchmal einen Krach mit der Familie, wenn ich im Urlaub an der Hotelbar sitze und schreibe oder auch am Strand. Aber ich mache es gerne. Es macht mir Spaß. Ich beschäftige mich eben gerne, ich denke mir gerne Geschichten aus. Also hätte ich zur Kommunion oder zur Konfirmation eine Kamera geschenkt bekommen, wäre ich vielleicht Filmemacher geworden. Und würde ich ein Instrument spielen, hätte ich heute vielleicht eine Band oder keine Ahnung. Aber Geschichten erzählen, womit auch immer, finde ich toll. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Grundeinstellung und ich denke, da werden Sie hoffentlich auch noch eine ganze Weile in uns erhalten bleiben. Also ich hoffe es. Ich habe nicht vor, in Rente zu gehen. Also auch, ob ich es mir leisten kann oder nicht, was Gott verhüten möge, aber sollten sich meine Bücher mal gar nicht mehr verkaufen, würde ich trotzdem weiterschreiben und dann eben für mich. Ich würde natürlich trotzdem bittere Tränen weinen, klar. Man schreibt ja nicht nur des Geldes wegen, sondern auch, weil es Spaß macht. Ne? Aber ich glaube, solange ich das kann und solange mir noch was einfällt, werde ich weiterschreiben, klar. Also mein Plan B ist ja, dass ich im Alter von 128 morgens tot am Schreibtisch gefunden werde. Am besten mit dem Schlusspunkt gerade von der letzten Geschichte.
Ja. Gut, dann vielen Dank und dann noch viel Spaß in Sieke und wahrscheinlich heute noch eine Heimfahrt oder morgen dann. Ich fahre gleich nach Hause, so weit ist es nicht, so 3 Stunden, das ist so gerade zu schaffen. Ja, und Sie sind ja Nachtarbeitsmensch, dann passt das ja. Okay. Gut, dann schöne Heimfahrt. Danke.